Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen zur ersten Folge für unseren Fiat 126P. Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich, Sebastian hier von Defa Models, und zwar willkommen zur neuen Sammelserie von Model Space De Agostini, nämlich der Fiat 126P. Ja, ich habe das ja in dem letzten Infovideo, jetzt am Samstagmorgen, habe ich das ja kurz erwähnt, warum ich mir dieses Modell zugelegt habe, und genau, weil es einfach meine Kindheit begleitet hat. Ich habe die Dinger zu Genüge gesehen und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, mir das zu bestellen und auch mit euch zusammen aufzubauen. Da es hier bei der Sammelserie wie beim Porsche 911 keine Hefte gibt, gibt es die Bauanleitung nur online zur Verfügung gestellt, also per PDF kann man die sich natürlich auch abspeichern. Ich habe sie jetzt hier schon bei meinem Computer hier auf dem Bildschirm und dann können wir direkt loslegen. Ja, also ich werde euch kurz die Teile zeigen und dann können wir schon anfangen zu schrauben. So, Lieben, schauen wir mal rein. Wir haben jetzt hier den ersten Blister mit Teil und natürlich ein schöner Schraubenträger. Den werde ich natürlich wieder zur Seite legen für meinen Kumpel Mario aus Hamburg. Der sammelt ja die Dinger bekanntermaßen und dann hat er wieder einen mehr, auch mit kürzerem Schaft. Nein, Spaß, den werden wir jetzt so weit nehmen, wie wir ihn benutzen können. Und wenn ich ihn dann irgendwann mal nicht mehr brauche, dann kommt er in die Sammelbox für den Mario. So, also wir haben jetzt hier einmal ich mache erstmal die, bevor wir hier anfangen mit Quasseln, die Blende ab oder den Blister ab. Mal gucken, ob das mit dem Messer funktioniert hier. So, einmal aufmachen. In der Hoffnung, dass nichts springt, dass das immer die habe ich es da so gut aufgeschnitten, dass die... Jetzt kommt er. So, schön. Oh, herrlich. So, also, gucken wir mal rein. Wir haben jetzt hier einmal die schon aus Metall, aber vom Gewicht her wesentlich leichter als die von Hachette, die Teile. Also gehe ich mal von aus, dass das hier nur Aluminiumspritzguss ist. Haben wir jetzt einmal hier die Frontschnauze. Dann ein Schraubenträger. Dann haben wir hier, was ist denn das alles? Okay, wir haben jetzt hier einmal die vorderen Scheinwerfer, das sind die zwei Teile, dann hier so ein Namensschild. Dann M und N sind, wo sind sie? Okay, das sind die Linsen des Fahrtrichtungsanzeigers, also quasi hier die, was man umgangssprachlich einfach Blinker nennen würde. Dann haben wir hier die Scheinwerfergehäuse. Die sind auch sehr faszinierend. Die haben hier so eine Musterimprägnierung. Gucken, ob man das so irgendwie... Ja, jetzt guckt mal. Dann haben wir hier einmal, das werden wahrscheinlich die Scheinwerfergehäuse sein, 1G. Genau, Gehäuse des Scheinwerfers. Dann noch ein paar einzelne Teile hier, so wie ein paar Rahmen und ein paar Halterungen und drei Schraubbeutel, einmal AP, BP und AM. So, und da würde ich sagen, ich hole mal meine Maus auf den Tisch, sonst kann ich nämlich die Anleitung nicht scrollen. Den Müll einmal vom Tisch. Achso, ganz wichtig, brauche ich natürlich für meine Sammelboxen oder Sammelserien immer hier diese Sortierboxen. Könnt ihr übrigens auch bei mir über das Amazon Affiliate Programm in der Videobeschreibung unten kaufen. Also kostet euch keinen Cent mehr. Und dann auf der Messe sind die jetzt in Ried sehr gut angekommen. Habe ich sehr, sehr viele verkaufen können von diesen Boxen. Falls ihr da auch welche braucht, dann schaut da einfach mal vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Da steht glaube ich 28-fach Sortierbox davor. Da könnt ihr euch die bestellen. So. Auf geht's, ich mache mir das mal ein bisschen größer. Okay, also wir brauchen als erstes mal unsere Schnauze hier. Dann vielleicht noch ein Tuch, was wir drunter legen. Wir brauchen zwei Schrauben AM.
für den einen Scheinwerfer, dann werden wir wahrscheinlich gleich 4 Stück brauchen. Für den anderen mit. Und da sollen wir jetzt mal als erstes die ich euch eben im Detail gezeigt habe, hier die Scheinwerfer. Brauchen wir beide. Dann brauchen wir 1B. Das waren, glaube ich, die. Genau, das waren diese Reflektorplatten hier. Und was brauchen wir dann noch? Die Scheinwerfergehäuse. Okay, so. Das müssen wir jetzt alles irgendwie ans Modell bekommen. Also, als erstes mal den Scheinwerfer. Jetzt muss ich gerade mal gucken, unterscheiden die sich irgendwie? Ne, der Aufdruck ist der gleiche. Dann wäre jetzt nur ratsam zu wissen, wie rum die reinkommen. Ich mache die jetzt mal, die haben ja hier unten dieses Muster drauf, ne? Ich mache sie jetzt mal so rum rein, dass da unten diese Kästchen auf der unteren Linie sind. Falls das falsch ist, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Dann kann ich die noch gegebenenfalls umtauschen. Aber ich würde sie jetzt erstmal so festmachen. Obwohl, mal gucken, wie es von vorne aussieht. Ob das Sinn macht, dass die so rum sind. Oder ob man das lieber nach oben setzt. Wie sieht es denn andersrum aus? Andersrum sieht es, glaube ich, besser aus. Wenn man die Kästchen nach oben setzt und quasi diese geknickte Linie nach unten steckt. Das sieht, glaube ich, irgendwie ein bisschen realistischer aus, finde ich. Man erkennt es da auf dem Foto absolut gar nicht, wie rum das Teil da jetzt ist. Finde ich ein bisschen schade. Weil dieses Teil nämlich dann nur als... Ah doch, da ist ein Foto. Okay. Also tatsächlich, diese viereckigen Linsen kommen tatsächlich nach oben. Da ist nochmal ein ganzes Abschlussfoto, da sieht man das besser. Okay. Gut. Also dann haben wir das da drin. Dann brauchen wir als nächstes hier so einen Scheinwerfer. Also diese verchromte Platte hier. Die setzen wir da so drüber. Nehmen uns dann eins der Gehäuse, die meines Erachtens auch identisch sind. Hier steht auch kein L oder R drauf. Dann legen wir das dann nur so drüber. Und schrauben das jetzt hier fest. Muss ja wieder ein bisschen vorsichtiger schrauben, dass die Plastikteile nicht springen. So, dasselbe machen wir jetzt hier gleich auf der anderen Seite mit. Also einmal das Gehäuse rein, also das Glas, dann jetzt muss ich gerade nochmal was gucken. Okay. Das sah gerade so komisch aus. So, hier wäre es natürlich auch interessant, ob das Gehäuse, ob dieser Schaft jetzt oben sein muss oder unten. Das erkennt man hier auch wieder nicht. Und da ist ein Foto, wenn ich mir das mal größer mache. Okay, die müssen nach unten zeigen. Okay, also falls ihr es auch baut, diese Aussparung hier. Oder diese Nase, die hier drauf ist auf dem Teil,
Die muss nach unten zeigen. Also habe ich es beim ersten gerade zufällig richtig gemacht. Ja. So. So, gut, dann haben wir zumindest schon mal die zwei Scheinwerfer dran. Dann sollen als nächstes hier diese Rahmen drum. Die stecken wir quasi nur von vorne so auf. Die werden da hier in die zwei vorgesehenen Löcher eingeklipst. Was jetzt aber auch nicht gerade unbedingt gleich geht. Muss ich mal dazu erwähnen. So, okay, jetzt ist er drin. Also legt euch die Dinger einfach hier so rein. Dann ist der Stift hier auf der Innenseite ist meistens schon direkt drin und den drückt man einfach nur hier mit dem Schaft vom Schraubendreher einfach nur runter. So, und dann sitzen die da drin. Super. Okay, so, als nächstes sollen wir die Fahrtrichtungsanzeiger da einsetzen. Da wäre es jetzt nur wiederum interessant, welcher wohin gehört. Ah, hier steht es diesmal drauf, einmal rechts, also hier hin. Und einmal links. Und bei den Klarteilen müssen wir dann auch nach der Passform gucken, welches da wohin gehört. Okay, also am einfachsten lässt sich das Klopp auseinanderhalten. Diese Blinker, nenne ich sie jetzt mal, haben hier eine Dreiecksseite, wovon die breitere Seite unten sein muss. Ja. Und so lang haben sie ebenfalls eine Dreiecksseite, wo die breitere ebenfalls außen sein muss. Also wäre das jetzt der rechte, weil er hat die Dreiecksseite nach unten, quasi die Schraubstifte stehen gerade hier lang. Aber wenn ich jetzt hier gucke, ist jetzt hier auf meiner Seite die Außenseite und hier ist die Innenseite. So, und dann halten wir uns das hier an die Platte mit dem R für rechts. Legen dann das Ganze einmal hier so ein. Jetzt erkenne ich was. Die Gehäuse kommen genau andersrum ran. Okay, dann müssen wir tatsächlich. Oder? Nicht, dass ich euch jetzt hier Blödsinn erzähle. Ah, so rum, okay. Also es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe. So, und dann
Legen wir uns das da einmal hin. Dann brauchen wir Schrauben BP. Legen das also einmal hier so von hinten ein und schrauben diesen Blinker jetzt von hier hinten einmal fest. Noch locker. Deswegen klappert es. Okay. So, selbe Spiel machen wir hier auf der anderen Seite. So, ne? Haben wir jetzt auch die zwei Blinker jetzt hier dran. Oder Fahrtrichtungsanzeiger, um es richtig zu betiteln. So, dann haben wir jetzt hier noch einmal die Namensplattenhalterung und die Namensplatte selbst. Die ist hier aus, ja, wie es aussieht, gebürsteltes Edelstahl oder Aluminiumblech mit einem Klebestreifen hinten drauf. Und wir werden jetzt erstmal diese Halterung hier in der Mitte einsetzen. Zack. So. Und dann von der Rückseite einmal mit AP festschrauben. So, dann nehmen wir uns das Namensblatt. Gucken, dass wir es gleich richtig rum in der Hand halten. Müssen jetzt einmal diesen Klebestreifen hier hinten entfernen. Dazu am besten ein Messer nehmen. So, Papier entfernen. Und dann gucken wir, dass wir das Blech jetzt hier ganz genau mittig hier draufgelegt bekommen. Und drücken das dann hier fest. Und schon haben wir unsere fliegende Schürze. So, ihr Lieben, guckt, da ist sie, die ja, Frontschnauze für unseren Fiat 126P Malutsch oder Malusch. Und es sieht jetzt schon so richtig geil aus wie der Fiat, den ich von früher kenne, und da freue ich mich riesig drauf, wenn das Ding mal fertig ist. Ich hoffe, ihr bleibt der Serie treu, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ihr gerne ein Abo auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, und ja, schaltet einfach zur nächsten Folge wieder rein, dann geht's hier weiter mit dem Fiat. Also bis dahin, ciao, euer Sebastian von Devermodels, adi.